irgendwie ein Maulwurf bist, ist dir sicher schon aufgefallen, dass wir auf dem Rollfeld ein Gerüst errichtet haben. Maxon und Kells haben nach etwas gesucht, das uns einen Vorteil verschafft, wenn wir gegen das Institut antreten. Die Pridwin ist zwar ein mächtiges Ding, aber sie ist kein Schlachtschiff. Und da kommt unser neues Projekt ins Spiel. In diesem Lagerraum sind die Überreste von Liberty Prime. Die Bruderschaft hat ihn im Ödland der Hauptstadt als Waffe gegen die Enklave eingesetzt. Er ist der fortschrittlichste Roboter, der Bruderschaft je zur Verfügung stand. Leider wurde Liberty Prime im Dienst zerstört. Ich habe den Sali zusammen, da ist euer Luca. Wie ihr schon gehört habt, geht es um etwas richtig Geiles, wo im Fallout 4 vorkommt. Und zwar ist es der Liberty Prime. Für alle Fallout Freaks, so wie ich einer bin. Boah, wenn ihr das gehört, denkt ihr nur, ohne Scheiß. Jetzt wirklich. Weil, als kleine Gedankenstütze für die, die es drinnen gespielt haben, der Liberty Prime ist ein riesen Roboter, wie ihr schon viel gemerkt habt. Und gegen Ende der Hauptstory vom 3 müsst ihr für die Bruderschaft den Roboter aktivieren. Und der ist in der letzten Mission, läuft er eigentlich voraus, zum Hauptquartier der Enklave, von den Ausgestoßenen. Und du marschierst mit einem Trupp Bruderschaftskrieger, laufst du einfach hinten drin und tötest alle von der Enklave. Und er läuft voraus und zerstört alles mit seinen Laserschüssen aus den Augen und seinen Mini-Atombomben, die er werfen kann. Und dass der da nochmal bringt im Fallout 4, ist einfach der Hammer. Und er lässt einfach jedes Nerdherz höher schlagen, wenn er so etwas sieht in der Story. Und er ist nicht einfach noch ein bisschen so nebenbei, so ein bisschen etwas, sondern er ist einfach recht der Mittelpunkt in der Hauptstory von der Bruderschaft. Ja, wie ihr gesehen, müsst ihr in der Quest einfach jenste kleine Teile sammeln, um ihn komplett reparieren können, damit er wieder kampfbereit ist. Und am Schluss unterstützt er einen dann wieder gegen das Institut. Wenn man sich für Bruderschaft entschieden hat, haben, können wir die Arme und Beine anbringen. Was mich zu deiner nächsten Aufgabe bringt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Prime sprechen und sich bewegen kann. Aber es fehlt noch ein wichtiges Element. Seine Atomwaffen. Ohne sie sind seine Offensivfähigkeiten und nicht vollständig. Und ja, ich habe Questreihe geht relativ lang. Sein. Ist noch ein bisschen intensiv, ist noch schwierig. Weil am Anfang müssen wir noch ein bisschen im Ödland unterwegs. Also ein bisschen im Ödland Posten, ein paar Sachen holen. Und nicht schwierig. Aber irgendwann heisst es einfach, wie ihr jetzt da gesehen, ihr müsst ins strahlende Meer gehen und mit seine Mini-Atombomben holen. Und dann müssen wir da zuerst an den Vorposten gehen, mit den gelehrten Halen reden. Das geht mir ja easy und dann müssen wir aber reingehen. Und dann müssen wir wirklich quer durch Strahlenmeer durchkämpfen. Ich habe die Ausrüstung aufbauen lassen, um deine Position zu bestimmen, wenn du die Bomben gefunden hast. Wir haben diesen Notrufsender so angepasst, dass er auf einer bestimmten Frequenz sendet, die wir überwachen. Wenn du die Bomben gefunden hast, dann platziere dort einfach den Sender, den Rest erledigen wir. Danach solltest du vermutlich zu Proctor Ingram zurückkehren und ihr Bericht erstatten. Da sehen wir jetzt, haben jetzt da schon geschnitten, jetzt sind wir da schon vor der Bunkeranlage, wo die Mini-Atombomben gelagert sind. Sieht sehr geil aus und wie ihr später noch feststellt, die Mission ist dann nicht nur ein Lager, ein Zwischenlager, sondern es ist auch eine Abschussstation. Zum Glück kann man die nicht mehr brauchen. Ist zum Glück schon lahmgelegt, aber gleich, es hat noch ein grosses Lager unten. Und da innen werden noch weitere Überraschungen warten, nicht nur die Atombomben, sondern es hat auch noch ein paar Fragmente da drinnen. Vielleicht sind die auch schon getroffen, in die Kinder des Atoms heissen die. Später in der Mission treffen wir noch einen, der beschützt, das ist quasi der Beschützer von den Atombomben für seinen Orden. Und mit dem müssen wir dann schnorren. Und es ist eigentlich recht einfach, wenn ihr ein bisschen gut mit Charisma sind, wenn ihr dort ein bisschen Skill habt, könnt ihr recht leicht darüber reden, dass er euch quasi durchlässt, dass ihr zu der gleichen Sache gehört und ihr die grosse Spaltung wollt voranbringen. Es ist recht ein lustiges Gespräch. Ich bin da recht verschrocken, als ich drauf habe. Ich habe gemeint, er greift mich an. Das sieht man jetzt auch. Aber damit ist nichts passiert. Nenne den Grund für deine Anwesenheit. Du wandelst auf Atoms geheiligtem Boden. Ich bin auf der Suche nach ein paar Bomben. Atombomben.
Die Kinder des Atoms haben geschworen, diesen Ort bis zur großen Spaltung zu bewachen. Niemand darf ihn betreten. Wenn ihr das Gespräch hinter euch habt, wird der Paladin Dance dort bleiben, um sie überwachen. Wir müssen ja einen Sender hinterlassen, damit sie die Bruderschaft abholen können. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommen wir zurück wieder in die Basis und dann ist natürlich schon parat, unser Liberty Prime. Jetzt als Vergleich habe ich da noch ein klein vom 3 eingeblendet, wie er dort ausgesehen hat. Und ja, viel Spaß bei der Mission. Hoffentlich machen wir die Bruderschaft. Wäre cool, ist eine geile Questline. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir finden Questhelfer zu dieser Quest. Und ja, denkt dran. Abonnieren, kommentieren, liken. Ciao zusammen. Stimmmodul online. Test der Audiofunktionalität gestartet. Bezeichnung Liberty Prime Mark II. Mission: die Befreiung von Anchorage, Alaska.